aus der Traum von den ganzen Fischen. Warte, Licht machen wir hier aus hier. Da gibt es ein paar Dinger, die den fressen. So. Jetzt mache ich Licht. Als ob ich mich da besser fühle, mal ganz ehrlich. Warte mal. Wo ist er? Wo ist denn der? War weit weg, oder? So, erstmal scannen. Der wird doch später dann, falls ich erstmal lese, weiß, was wozu das eigentlich da ist. Das Zeug. Ist auch ein Gehsack? So, ich habe zwei Gehsäcke. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Ich weiß auch nicht, was das für ein Zeug ist, aber. Warte mal, schau mal. Wo ist mein Schiff? Da. Alles klar. Ich hab's gefunden. Alles gut. Ich hab's. So. Passt. Licht an. Weiter schippern. Ja, ist ja gut. Was ist die Basis? Da leuchtet's. So, kurze Gehsäcke sichern. Und dann gleichzeitig mal was Neues scannen lassen und dann auf der Suche nach Kupfer. Kalk oder Sand ist es, glaube ich. Ich glaube, es ist Sand, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Fragmente, Gelesack, Gold, heißes Gebiet, Blei. So, ein bisschen weiter unten. Schiefer, Salz, Rubin, Riftrücken, Quarz. Kupfererz. Da sehen wir dann komplett alles, was Kupfer ist, oder? Nee, das holst du doch. Eigentlich holst du das doch raus aus dem Stein. Komm, wir nehmen mal Kalkstein. Wir lassen einfach mal Kalkstein jetzt hier scannen. Das kann was werden. So, okay. Da, da, da. Packen wir das erstmal zu den Pilzproben hier, die zwei Säcke. Ich weiß nicht, wozu ich die brauche. So, okay. Jetzt wurden mit den Basen zupflastern, wenn du möchtest. Aber die Unity Engine wird dann rumzicken. Ich werde hier an der Basis. Ich weiß ja nicht. Die Säcke ist rein die Beta. Müsste ich noch ein Beet machen, das habe ich gerade nicht. So, jetzt kurz Wasser organisieren. Was ich eigentlich hier machen kann. Warte mal, das brauche ich nur Korallen und Salz. Dann ist das Wasserproblem zumindest gleich erledigt. So, ein Salz. Zu ein Koralle. Mach zusammen ein Chlor. Mach zusammen zwei Wasser. Zwei Gutwasser. Und das wiederum boostet ein bisschen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Batterien sind fast voll. So. Jetzt Fische fangen für einen Reaktor, damit er läuft, plus Kupfer. Massenhaft Kupfer. Ich brauche Kupfer ohne Ende jetzt. Sehr viel Kupfer. 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 Kein Kupfer. Irgendwas anderes. Kupfer. Kein Kupfer. Kupfer durchaus. Kurz orientieren. Wer war's? Miststück. Wo ist mein Schiff? Da ist mein Schiff. An der Basis ist auch noch rausgeholt. Oh, Frechheit. So. Hinten haben wir Kalk. Fische brauche ich noch. Kupfer. Kein Kupfer. Fische. Nee, 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 nee. Keine fangbaren Fische hier. Was ist das hier? Baumigel, okay. Eins.
Wo ist der zweite? Bitte sagt nein. Nein. Ja. Eins zum Kochen und Putzeln und ein für einen Reaktor. Gibt ihr fast, du bist fast tot. Oh, noch nicht gesehen. Haben wir nicht. Hab ich aber eine Basis. Warte, warte. Hammer, safe. So, schnell dahin. Kommt die Nummer auch noch mit? Ah ne, vergiss den. So, Basis ist hier. Schnell zur Basis, dort rein, bla bla bla. Oh, das Ding, geh weg. Hau ab. Verschwinde. Der nervt. Aber da kann ich ja nicht aus der Basis rausholen, oder? Oder kann er? Eigentlich nicht, oder? Theoretisch nicht. So, dann First Aid haben wir hier vorne. Erst einmal. 1, 2, 3. Drei Fische drin, alles gut. Na, First Aid ist hier. Fast Full Life hat. Kochen. Ach ja. Gekochten Stielauge. Und hier nochmal kochen. Jetzt habe ich auch eine Basis 50 Meter neben meinem Vogel. Keine Ahnung, ich wusste nicht, dass er da ist. Ich habe nicht gesehen. So, vier Kupfer. Dann reicht ich das noch, warte mal. Was sie sagt, draußen Beet bauen. Was die Dinger in Beet reinhauen, hast du gesagt? Die ganze Basis hier zugepflastert mit irgendwelchen Beeten. Aber das ist egal. Eigentlich wollte ich so ein Außenblatt machen, haben irgendwie ein Dach drauf machen. Naja, ist ja wurscht. So. Was macht die jetzt? Wird ein Messer auseinandernehmen, oder? Was macht der denn? Ich sehe durch mir das Messer in die andere Hand. Wahnsinn. So. Mini-Gelsäge gepflanzt. So, wunderbar. So, passt. Kurz entspannen. Kurz überlegen, was wollte ich bauen? Ich wollte bauen. Das Ding. Brauche ich einen Computerchip. So, erst einmal ein Diamant. Damit haben wir jetzt zum Glück ein paar. Computerchip, Computerchip, Computerchip. Computerchip waren. Ich kann es mir nicht merken, kein Scheiß. Tischkorallen und Kupferdraht. Kupferdraht können wir herstellen. Haben wir, safe. Jetzt benötigen wir nur noch Tischkorallen. Zum Glück haben wir die gesammelt. Vorausschauend. Zwei Stück. Eins, zwei. So, Computerchip. Und jetzt habe ich eine wunderschöne Dings. Die brauchen wir für ISO. Oh, wusste ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da keine Ahnung mehr. So, Modifikationswerkstatt machen wir hier hin. Oder? Nee, bin da unten. Gibt bestimmt viel zu modifizieren. Nee, sag mal, alles hier vorne. Alles in diesem Raum hier. So, herzlichen Glückwunsch. Sie haben eine Modifizierungsstation. So, was kann man dann? Messer. Eine Batterie. Die haben wir. Leichte Tauchflasche mit hoher Kapazität.
Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität. Oh, ultraleichte Schwimmflossen. Stoßkanone. Modifizierte Stoßkanone. Bewirkt ein Stoßkraftobjekt mit Reichweite. Okay. Modifizierte Zyklopenmodule. Seebottentiefmodul. Plastestahl, Magnetit und emalisiertes Glas. Und was das bedeutet. Tiefmodul Stufe 3. Oh. Oh, bei Mann. Und Dings. Okay, okay. Also für mich jetzt interessant ist das hier. Warte, fangen wir von oben an. Das erste Messer. Eine Batterie. Batterie kriegen wir locker hin. Kriegen wir nicht hin, weil ich brauche Säurepilze. Kein Problem, die haben wir draußen. So, machen wir einfach. Zwei. Ich Nuss. Ich Nuss, die habe ich doch da drinnen. Den komischen Schrank. Ach ne, das ist nur einer. Ach, schade. Doch nochmal raus. Kein Problem, alles easy. Eingesammelt. So, jetzt können wir eine Batterie draus zaubern. So, her mit einer Batterie. Jetzt habe ich dummerweise vier Batterien. Kann ich noch eine Batterie machen? Kann ich. Ja, da hole ich mir noch zwei. Weil eine verballere ich ja gleich. Und dann hätte ich dann vier immer beim Laden. Machen wir so. So, genau, das ist voll. Und ich habe zwei. Das reicht für eine Batterie. Wunderbar. Da muss ich nicht allzu weit schwimmen. Passt. Sehr, sehr gut. Sauber gemacht. So, her mit der Batterie. Nehmen wir gleich auf 100%. Oder, wo ist die Station? Der hier, den habe ich sie gepackt. Thermalklinge. Kocht und sterilisiert kleine Organismen zum sofortigen Verzehr. Guck mal, ich habe jetzt ein brennendes Messer. So, wunderbar. Braucht das eine Batterie? Nee, gut. Auch hier jetzt eine 100% Batterie austauschen. Dann kann ich jetzt hier rein. Und schon habe ich vier Batterien, kann jederzeit austauschen. Ja, ich habe jetzt ein Laserschwert. Skywalker wäre neidisch auf mich. So, als nächstes. So, leichte Tauchflasche mit hoher Kapazität. Nee. Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität. Tauchflasche mit hoher Kapazität müsste ich haben. Tauchflasche mit hoher Kapazität. Perfekt. So, jetzt noch 4 Lithium. Ich wusste doch, das kann man irgendwann hier brauchen. 1, 2, 3, 4. Das ist falsch. Wo ist Blei? Was man alles herstellen kann. Mit ultra hoher. Wie viel Sauerstoff habe ich jetzt? Boah, 225. Jetzt kann ich mal richtig lange und. Oh, mein Ernst. Nimmt irgendeiner hier das andere hier? mit hoher Kapazität die leichte? Eigentlich nicht, oder? Es geht eigentlich nur um das Ultra. So, Schwimmflossen. Schwimmflossen haben wir. Silikongummi habe ich. Lithium, Titan. Kein Problem. Endprodukt 1, 2. Ein Lithium, ein Titan. Lithium, ein Titan. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben. Achso, noch keine Schwimmflossen. Muss ich erstmal ablegen. So. Jetzt aber. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Schwimmflossen. Vielleicht ist mal beweglicher und leicht schneller. Ich kann länger atmen. Bleibe länger am Leben. Kann länger atmen. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich weiß auch nicht. Finde ich besser. Das ist meine Meinung. Aber okay. Ja, kann jeder machen, wie er möchte. Ich mache so. So, Zyklop haben wir nicht. Jetzt hier. Plaststahlbarren und Magnenit. So, mal gucken. Vielleicht findet der ja für mich hier dieses Magnenit. Ja, ja, das leuchtet damit im Grund. Wahnsinn. Alles.
Hast du das auf dem Schirm? Gibt es das überhaupt für dich? Metallschrott? Titan? Luftdrücken? Kalk? Krebs? Das hat er ja auch nicht. Da? Das hat er ja auch nicht, das Zeug. Für Speedrun-Profis. Meinst du, das sieht das Spiel Speedrun, ja? Da habe ich keine Ahnung. Ich schaue mir gerne mal einen Speedrun an, aber ich wusste, also ich kann mir vorstellen, also ich weiß, nahezu jedes Spiel machen die Speedrun-mäßig. Aber ich muss sagen, bei den meisten Speedrunnern finde ich ein bisschen sehr. Ist zwar interessant, aber ist halt auf der anderen Art sehr schade, weil die halt sogenannte Glitches verwenden, die ich nicht nachvollziehen kann, wo die sehr viel vom Spiel überspringen und dann alles machen. Finde ich sehr, sehr schade. So ein Speedrun, wie jemand durch das gesamte Spiel geht, finde ich da ein bisschen interessanter, ohne zu sterben. Aber ja, ist halt Geschmackssache. Das mit den Glitchen finde ich schon ein bisschen Reichweitenmodul rein. Ja, stimmt, warte mal, hast du ja. Was braucht man dafür eigentlich? Ich glaube auch Diamanten, oder? Kameradrohne, Reichweite. Magnetit! Ich habe keine Magnetite. Habe ich nicht. Das Einzige, was ich hatte, kam hier in das rein. Ah. 100 Meter pro Modul, mehr Sichtweite, 50 Meter, lol. Ja, gerade das habe ich nicht. Ja, das steht jetzt mal auf der Liste und das habe ich nicht. Ich habe alles, aber nicht eben dieses Magnetit. Schade. Sehr, sehr schade. So, macht nichts. Okay. So, ich werde jetzt mal nach über 4 Stunden werde ich mal. Moment, sagt er. Okay, ja gut. Das speichern wir nicht. Dann müssen wir da rauchen erstmal eine. Ich gehe nochmal hinten in die Ecke da, wo ich Magnetit gefunden habe. Vielleicht hängt da noch was rum. Ich wollte jetzt mal speichern, falls das Spiel mal abstürzt oder so. Hab seit 4 Stunden nicht gesaved. Das ist das Schlimme bei mir. Ich speichere einfach nicht. Warum auch? Man muss aber speichern. Aber naja. Ich muss sagen, entspannt, oder? Ein bisschen Subnautica, man wird doch spielen, das ist sehr entspannt. Neben einer Kapsel geht es in eine Spalte, da gibt es Magnetit. Neben einer Kapsel? Was war eine Kapsel? Ach, keine Ahnung. Ich habe hier oben ein Magnetit gefunden. Mit etwas Glück finde ich es noch immer. Ich habe schon so gut Upgrades, aber. Jetzt hängt er fest, nicht gut. Okay, da war der Mod jetzt fett. Da kommt sie nicht durch. Muss man kurz ausstecken und hier ganz schnell reparieren. Und wieder rein. Und weiter geht's. So. Hier in der Gegend war vorhin Magnetit einmal. Genau diesen Ding. Wenn wir das absuchen, finden wir es bestimmt nochmal. Was einmal hier ist, kann auch mehrmals hier sein. Das Problem ist einfach nur das Finden. Da, hier, guck mal, wir haben einmal. Hast du gesehen? Hier, warte, warte, was? Da, da ist es. Einmal. Ich finde, muss noch 2, 3 Mal mal gucken. Was ist das für ein Sound? Gefällt mir jetzt gar nicht. Nicht witzig. Ist gerade sehr beunruhigend. Ist sehr beruhigend die Musik. Ist gerade nicht witzig. Alles wäre chillig gewesen, bis die Musik jetzt eingesetzt hat. Oh, das ist mal fiese Atmosphäre. Was nur, weil ich das Magnetding da auf hier oben habe. Magnetit, weißt du gar nicht, wie das heißt. Ne, verguckt.
Ja, doch, ja, da. Doch, der hätte die eins gesehen, aber anscheinend nicht. Das zieht hier an. Jetzt bin ich auf Magnetismus-Suche. Auf der Suche nach Magnetit. Okay, ich habe zwar kein Magnetit gefunden, aber das hier. Diese radioaktive. Das Bettchen kann ich auch noch nicht, weil ich werde mich dann hinsetzen, dann das, was heute gemacht ist, dann in 20 Minuten Parts staffeln und dann auf YouTube dann mal schmeißen. Die andere Folgen liegen schon drauf, müsste ich nur mal veröffentlichen. Das mache ich dann auch mal. Ich habe ja froh, das hier mal durchzuspielen. Wenn wir hier dann durch sind, dann das nächste Spielchen immer so weiter. Ey, das ist saugeil, das Ding. Das ist sau geil. Geile Krabbe. Saugeile Krabbe. Aber nur ein so ein Magnetdings da gefunden, was sehr schade ist. Ich hätte gern mehr davon. Du machst die überhaupt aus. Nee, jetzt ruhig das Magnetdings. Ich würde sagen, erstmal zur Basis. Okay, dann bauen wir jetzt erstmal schnell den Scanner da rein, zu Ende. Und reparieren. Schildchen. Oh, entschuldige, keine Absicht. Doch, vielleicht ein bisschen. Nee, alles schwarz hier. Links, rechts. Könnte mir gerade Sorgen machen. Ich schwebe gerade über dem Nichts hier. Ich mache nur Licht aus. Ist sicherheitshalber. Einen Scheinwerfer will ich auch noch dran bauen. Warte mal, irgendwas hat mich gerade hier. Ich bin auf unter 43%. Lauter Funken. Das Ding fällt auseinander hier. Komm schon, sehen wir das. Du schaffst das. Komm zu Hause an. Du schaffst das. Komm an. Über diese Risse. Auch vielleicht ein bisschen die blöd hier gebaut. Hätte ich vielleicht weiter vorsetzen sollen. So, angekommen. Das, was ich auf jeden Fall noch will, ich will noch so ein Dings machen, so ein Glasding oben, dass du halt komplett rausgucken kannst. Am besten noch mit Scheinwerfer. Das will ich noch machen. So, okay, warte. Was soll haben wir zum Verbessern? Kupfer. Dann her mit dem Kupfer. Kupfer, 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 Kupfer. Ich habe nur eins so Magnet. Ich habe mein letztes Kupfer. Bisschen knapp heute mit Kupfer. Aber naja, macht ja nichts. So, hier baut. Scannerreichweite wird erweitert. Und wie viel eigentlich? So viel groß ist jetzt auch nicht. Sieht genauso aus wie vorher eigentlich. Aber Magnetit kann der, also sieht er nicht, was schade ist. Lass mich hin, das genau so Spaß. Oh ja, Gelsack wird auch noch näher. Das wäre der da hinten. Mehr hat er nicht, schade. Muss mal rumgucken. Oder du brauchst mit Glaswürmern einmal rumsrum. Glaswürmern? Meinst das Ding hier, oder? Ich dachte ja an so einen Mehrzweckraum und dann alle Wände hiermit auskleiden. Das Problem dabei ist aber, dass die Struktur da nicht reicht. Die Struktur reicht hinten und vorne nicht. Weil das wird zusammenbrechen in sich. Wenn, dann bräuchte ich noch solche Shots. Zwei, drei, die ich da baue. Titan-Silikon. Dann holen wir mal drei solche Titan. Ne, drei solche Silikondinger. Warte mal. Eins, zwei, drei. So, das wären sechs Titan. Ne, neun. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei.
Jetzt könnte ich 3 solche Shots bauen. Um die Basis nochmal zu verstärken. So, das wäre Shot Nummer 1 wäre dann hier. Strukturelle Integrität steigt. Sind bei 5. Aber es reicht noch nicht. Mehr lässt er sich aber nicht hinbauen hier. Jetzt zur Tauchstation noch einen dran. Ich glaube, da ist schon. Ja, ist schon. Mist. Ja, doch, ja, passt. Geht. Haben wir noch so einen Shot? Strukturelle Integrität bei 8. Die sind auch drin. Die habe ich ja nicht. Ja, ist ja nicht. So ein Observatorium könnte man jetzt bauen. Basissegment mit 360 Rundumsicht und sehr geringer struktureller Integrität. Emailliertes Glas braucht man. Ja, das kriegt man hin. Das kriegt man hin. Warte, warte. Rest. 1, 2. Brauchen wir Quarz. Weiß jetzt nicht wie viel, deswegen nehmen wir da ein bisschen mehr mit. So, für dieses emaillierte Glas brauche ich nur Glas, okay. Das heißt, zweimal Glas herstellen. So, jetzt das emaillierte Glas herstellen. Ja, aber das habe ich nicht. Ganz unten rechts, die mit dem Kreuz, warte, warte. Ganz unten rechts, die mit dem Kreuz. Das hier. Meinst du irgendwie? Untere Reihe, die rechte. Untere Reihe, das hier. Ah, hier, verstärkte. Verstärkte hin. Von so. Achso. Habe ich auch nicht gesehen. Ah, nee. Wenn, dann würde ich jetzt das hier dran knallen. Jetzt habe ich nämlich alles davon, so ein Observatorium. Ja, damit. Warum so ein Observatorium? Das Problem ist nur, warte mal. Passt hier noch eine Treppe rein? Hier, hier vorne. Ja, hier. Da passt noch eine Leiter locker. Nee, bringt ja nichts weiter. Ist ja das Ding drauf. Okay. Verstehe ich nicht. Drehen. Ascent? Was ist ein Ascent? Naja, geht das nicht rum. Dann nochmal rein. Sauerstoff tanken. Raus. Ich will die ja hier oben drauf. Die Kuppel. Das Observatorium. Oh ja, so wird es gehen. So wird das passen, alles klar, okay, okay. Dann bräuchte ich nochmal einen Mehrzweckraum, bräuchte ich nochmal Titan. Das ist kein Problem, das kriegt man hin. Einfach mal ein bisschen mehr mitnehmen. Mehrzweckraum, nochmal oben drauf. So, passt. Und jetzt würde das Ding da dran passen. Ich will es aber nicht so haben, sondern ich will es wirklich komplett da oben drauf. Wo oben drauf geht nicht. Aber so würde es passen, theoretisch. So kann man auch nach unten gucken. Ein Observatorium. Einmal nach oben. Achso, ich muss mal nach oben. Leiter. Dann was war da dran?
Das ist doch mal schon ein Anblick. Das Dumme ist, dass ich nach hinten nicht gucken, so richtig gucken kann, weil ich an die Basis angucke. Aber so ist doch mal ein cooler Anblick. Das ist doch mal cool. Okay, was brauche ich jetzt für Scheinwerfer? Komm, die habe ich hier irgendwo gesehen. Ja. Glas und Titan. Also wird Schmutter jetzt eins da dran, eins da dran, eins da dran bauen. Ja, ich sehe sogar meinen Obstgarten hier. Boah, ist ein anderer. Was denn? Ist doch pragmatisch. Passt doch, das erste Mal ist okay. Ist doch dufte, sieht doch wieder aus. Das Observatorium sieht auch geil aus. Guckst nach hinten, sieht als. Also ich finde, passt. Sieht klasse aus. Weil eigentlich hatte ich jetzt die Idee gehabt, so ein Ding zu bauen und dann ja alles hier mit Glas zu machen. So Glas, 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 Glas. Aber so ein Observatorium ist auch nicht schlecht. Sieht meine Signalboje, meine Pilzfarm. Auf der anderen Seite gebaut. Den Pilzwald angucken. Ja, aber so guckst halt ins Nichts. Ist auch nicht schlecht. Und das hier ist auch da. Ist weg. Kann er mich hier rausboten? Ach so, was ist nicht, dass der jetzt genau vor mir auftaucht. Nur flupp und ich bin draußen. Fischschwarm, die Dinger. Sieht doch nice aus. Also, bin zufrieden bisher. Ja, ist nicht die beste Basis, die hübscheste. Aber das kommt ja noch alles. Für den Anfang ist ja okay. So, jetzt aber. Jetzt werden wir speichern. Weil 4,5 Stunden sind vorbei. Deswegen Olbi und alle anderen, falls noch jemand da ist, danke fürs Zuschauen. Es ist so spät. Ich wünsche euch eine angenehme Nacht. Wir sehen uns wahrscheinlich, ich weiß es noch nicht, aber höchstwahrscheinlich sehen wir uns morgen. Denn so wie es aussieht, fahre ich morgen nicht nach Gündersdorf. Guck mal. Ah ja, warte. Kurz Moment, ganz kurz Moment. Weil dann kann ich dir sagen, ob ich oder ob ich nicht fahre. Computer sagt. Ab 15 Uhr. Nehme ich. Ab 15 Uhr dann. Du Armer? Nee, das ist geil. Aber ich werde den Kleinen mitnehmen nach Gündersdorf, ja. Da sind halt E-Autos. Da wird reingesetzt. Da wird getestet nach Material, weil ich habe keinen Bock, irgendwas zu kaufen, was in 2-3 Monaten dann kaputt ist. Muss ja auch nicht sein. Egal. Euch viel Spaß. Wir sehen uns dann morgen. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Also später.